Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black, und die Bolzenil hat ja in der letzten Folge doch die eine oder andere Quest fertig gemacht. Auch eine, die uns schon die Nerven zerrieben hat, weil sie ständig hier oben angezeigt wurde bei Omartar, nie da war. Eine weitere von diesen Quests haben wir auch, nämlich diese hier, die so schön blinkt, auf dem Nah auf dem Herzen. Die wird mir oben angezeigt und gleichzeitig draußen, wobei oben falsch ist. Deswegen werden wir die jetzt angehen. Ich wollte eigentlich, fällt mir jetzt gerade ein, runterreiten und schon unten euch erwarten und die ganze Theater, was ich jetzt hier sage, unten erzählen. Ich habe es aber einfach vergessen, weil ich ein Doofkopf bin. Hab einfach weitergemacht. Nach der letzten Folge. Ach ja. Na, in dem Moment müssen wir halt selber mal runterreiten. Das zählt jetzt nichts. Dafür war die letzte Folge ja auch dafür recht lang. Mit knapp 30 Minuten. So. Machen wir hier dann eben, sobald er denn auftaucht. Da ist er. Den Stallmeister. So. Und gehen zum Haupttor. Schnelle Reise. Los geht's. 20 Silber für ein bisschen runterreiten. Ohne Witz. Wie kann man nur so Wucher betreiben? Vor allem in Zeiten des Krieges. Wo ich doch so wichtig für den Krieg bin. Also ich nicht. Ne, das kann man ja in aller Arroganz behaupten. Die hat ja schon einiges geleistet. Ne, das ist ja, ne, ja. Ich selbst natürlich nicht. Ich gebe es zu. So, einmal abrupfen und dann Imrahil. Du wolltest was von mir? Hey, Imrahil, bevor du jemanden anders losschickst, ich mach schon. Ich kann da sogar wählen. Und zwar eine Kapuze, über die man reden könnte. Mal gucken. Geht zum Nordtor der Ramas und findet heraus, warum Ingold noch nicht zurückgekehrt ist. Alles klar. Zum Nordtor. Da waren wir ja schon beim letzten Mal wegen einer Queste. Ich habe jetzt vergessen zu lesen. Das ist ja wieder episch gewesen. Aber im Prinzip sollen wir nur Ingold suchen. Ja, das kriegen wir schön hin. So. Legendäre Quelle. Das hier wieder aufmachen. Das hier auch wieder aufmachen. Okay. Das Hütchen schaue ich mir in Offscreen in aller Ruhe mal an. Ob das was wert ist und was nicht, werden wir sehen. So, das machen wir wieder zu. Lalala. So, jetzt können wir so langsam Ausschau halten nach Viechern. Viecher, sagte ich. Nicht. Dankeschön, dass ihr auch mal auftaucht, ihr Viecher. So, die haben Werte. Okay. Die hier zwar nicht. Ah, da geht mir auf den Keks. So. Hey Bart, komm mal her. Ich brauche deinen Bart. Der ist so zart. Du hast keine, ne? Nö. Tut mir leid, ich bin heute Menschenjäger. Ja, das ist, ja, für die Orks fein. So. Okay, zwei Helden war. Könnte ich mir erstmal wieder fertig sehen, nämlich keine mehr. Und man muss ja nicht unnötig hier den Viechern im Weg rumstehen. So, Vollenschnecke, Wagreiter, bla bla lala. Silahar-Reiter, ja, ja, dich nehme ich mit. Komm her. Oh, ich sehe gerade, mein Essen ist auch alle. Für den Fall, dass ich in schwierige Situation gerate, sollte ich vielleicht mal wieder mein Buff-Food auffüllen. Und mit Auffüllen meine ich natürlich erstmal nur was essen. Noch ist genug da, dass ich sagen könnte, ja, okay, ich brauche jetzt nicht direkt ansetzen und neues Futter zu machen. Wobei wir mittlerweile auch einen zweiten Koch tatsächlich in der Gilde haben, also in der Sippe haben. Schöne Sache. Allerdings ist er natürlich noch ein bisschen schwächer als ich. Das heißt, für die größeren Charaktere bin ich noch eher zuständig. Flumm. Oh, 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 da sind es gleich zwei. Hier, Wagreiter, du musst mal auf den Weg. Jo, da sind gleich zwei, sehe ich doppelt. Da ist nur einer. Und der haut auch noch ab. Ah, eine Ader. Bestimmt war dies, auch wenn Bolzenil die nicht sehen kann, war die reichhaltig und das hat sie angezogen. Okay, brauche nicht aufs Pferdchen. Jetzt sehe ich gleich zwei. Machen wir erstmal den Speer weg. Wenn er mitten im Weg steht. Mann, das war doof. Macht's. Na, komm her, ja. Reite zu mir, Reiter.
So, der andere war hier drüben. Lalalala. Ja, ich weiß, ich könnte auch mit meinem Reittier, aber ich mag das ehrlich gesagt nicht so. Ist zwar eine interessante Mechanik, aber ich finde die, ja, nicht so schön. Hätte man besser ausbauen können. Weil ich halt, trotz dass ich hier durch die Gegend laufe oder auf- und absteige und so weiter und so fort, immer noch schneller bin, als wenn ich die mit dem Pferdchen kaputt mache. Die Mechanik an sich ist schon nicht schlecht, aber wie gesagt, da müsste mehr Schaden machen. Das ist mein Problem. Hinzu kommt halt noch, dass die sich so schwer kontrollieren lassen, die Streitrisser. Dass man zu 99% sowieso lieber auf dem Ding hier rumreitet. Ich möchte ja nicht drauf rumreiten, aber ich reite drauf rum. Ah, das war zu früh. So, 9 von 12, wir haben es ja fast. Sind da wegen mal wieder ein paar Viecher, die wir tot machen müssen. Übrigens, falls ihr euch wundert, Bolzenien ist tierlieb. Die lässt die Pferde tatsächlich am Leben. Die sollen sich nur tot stellen. Nur die Reiter sterben. Ja, ja, das ist klar, ne? Kein Pferd wurde bei dieser Aufnahme verletzt. Ich schwör's. So. So, bei eurem Leben. So, ich müsste eigentlich eher in die Richtung. Dann gehen wir mal eher in die Richtung. Da werden wir sicher auch noch den einen oder anderen finden. Den hier zum Beispiel. Und dann hätten wir sie ja eh durch. So. Bam. Das war eine Bärte. Greift er mich an da hinten? Nö, scheinbar nicht. Sonst könnte ich ja nicht auf dieses Reittier pflitzen. Blitzen. Schlitzen. Blitzen. Ihr wisst schon. So. Gehen wir hoch. Gucken mal, was die oben zu tun haben. Wahrscheinlich würde der uns nochmal die Quest anbieten, die ich nicht mehr haben will. Weil die ja außerhalb des Hustens sind. Entschuldigung. Die außerhalb der Quest sind. Aber, naja, schauen wir mal. So, wir haben jede Menge Gemüse eingesammelt. Ich nehme es mal mit ins Inventar. Weil einiges davon ja sowieso im Beutel landet. Jo, wunderbar. Trotzdem schon wieder zugemüllt. Manu. Na gut. Nichtsdestotrotz, wir sind fast da. Mittlerweile könnten wir ja auch hierher reiten, beziehungsweise wir können auch dann die Reise zurücknehmen. Das ist vielleicht gar keine so dumme Idee, denn wir waren ja schon mal da. Und ja gut, selbst wenn wir es nicht wären, könnten wir zurückreisen. So. Hier Ingold, hier übrigens, ne? Hallo? Wird bereits verwendet. Ich kann auch nicht in die Stadt zurückkehren. Ich habe beunruhigende Nachrichten. Ja. Wir sind immer noch bei der Reparatur des Walls beschäftigt. Ich kann noch nicht in die Stadt zurückkehren. Ich habe beunruhigende Nachrichten, die mich darin bestärken, meinen Posten erst im allerletzten Moment zu verlassen. Es gibt eine zweite Armee, Bolzenhiel. Ich glaube, dieses Mordorheer hat den Fluss bei Kaer Andros überquert. Und wobei ich mir dessen nicht ganz sicher bin. Keiner meiner Kundschafter ist nahe genug an die Insel herangeschafft, um herauszufinden, in wessen Händen sie sich befindet. Ich erwarte Kunde von meinem Mann bei Cityrost und Brat in Cityrost. Brat ist noch nicht zurückgekehrt. Ich weiß nicht, ob er noch am Leben ist. Was ich allerdings weiß, ist, dass Orks und Waage eine seltsame Gruppe von Ostlingen die Ebene von Talaf Anor überrannt haben. Die letztgenannten machen mir am meisten Sorge. Die heißen Sylehar, von denen habe ich gerade Bärte gesammelt, man weiß nur wenig über sie, außer dass sie Bärte haben. Wenn ihr diese neuen Feinde in Talaf Anor bezwingen könntet, würden sie vielleicht herausfinden, wie man ihnen am besten begegnet. Danach möchte ich euch bitten, die Stadt Cityrus im nach seiner Rückkehr können wir alle nach Minas Tirith zurückkehren. Ach, diese Eigennamen, die keiner aussprechen kann. So. Okay, jetzt muss ich also nochmal. Werden wir bereit sein. Jetzt muss ich nochmal Bärte sammeln, allerdings halt andere. Gibt's hier noch eine Quest, die, Nee, das letzte Stückchen grün, die lasse ich jetzt alle mal, weil die keine Sylihar sammeln hätte. So, Wargreiter, ich suche wieder Menschen, ich bin heute wirklich Menschenjäger. Hirsche. Da. So.
Hylhala. Naja. Willi Haar klingt besser. Hä, guck mal, du hast Chili im Haar. Du bist jetzt Chili Haar. Ah, den haben wir ordentlich verwüstet, du. Na? Und eins. Und zwei. Und drei. So, 3 von 8 Ostlingen besiegt. Schön. Da ist der nächste. Doppelschön. Und los. Wie gesagt, ich hatte kurz gerade überlegt, wenn wir jetzt doch in dem Gebiet ein paar Mobbys töten müssen, ob vielleicht, wenn da noch eine Sylihar-Quest mit dabei gewesen wäre, vielleicht wäre diese Befreiungsgeschichte auch eine gewesen. Hätte durchaus sein können. Dann hätte ich die halt gleich noch mitgemacht, weil wegen Isso. Aber sie war halt nicht dabei. So, wir machen mal hier. Ah. Warum soll man nicht endlich mal ein paar Nahkämpfer wieder ankämpfen? Na? So. Und so. Haben wir erledigt. Den haben wir auch erledigt. Damit waren es alle 8. Sehr schön. Wir können demnach also tatsächlich zurückgehen. Da oben haben wir auch Quests. Abschließen. Rückeroberung von südlich Ramas. Sind wir hier im Ramas? Ne? Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Na, im Herrn? Nee. Ah, nee, ich muss da hinten nach Kritos durchreiten. Okay, dann reiten wir mal durch. Na gut. Hat mich jetzt gerade gewundert. Nanu? So. Lalalala. In der Zwischenzeit werde ich noch von so einem Schamhaar, Sylihaar, ihr wisst schon, begleitet. Ja, soll er mitkommen. So. Da hoch. Der reitet ganz schön weit mit, ne? Musste ich sagen. Wie lange willst du denn noch? Junge? So langsam sackst du mir auf den Geh. Oder so ähnlich. Jetzt hat er keine Lust mehr. Siehst du, man muss ihn nur mal beschimpfen. So. Und gleich sind wir in dieser Festung Krithost. Welche offensichtlich noch von Gondor besetzt ist. Schön. Herr Meister. Stall. Wie so. Kann ich euch helfen? Aktiviert. Wollt ja nicht mit dem reisen. Ich will hier mit Barathand reden. Ich lebe und ich besitze immer noch meinen Kampfgeist. Ich lebe, weil ich ein... falsches Lied. Ich lebe, Bolzeniel, und ich besitze immer noch meinen Kampfgeist. Ich werde allerdings im allerletzten Moment nach Minas Tirith zurückkehren und ihr werdet mich sicher nicht davon abbringen. Jeder Versuch wäre vergeblich. Der Großteil meiner Familie hat Minas Tirith bereits verlassen und ist in den letzten Wagen ins Tal von Turmladen, ist mit dem letzten Wagen ins Tal von Turmladen gezogen. Aber meine Brüder sind noch in der Weißen Stadt und ich kann immer noch Waage und ihre Reiter in Tal Anor erschlagen, also Talaf Anor. Und jeder Feind, den ich bezwinge, bedeutet eine Gefahr weniger für meine Brüder. Helft mir dabei. Seid eine gute Abenteurerin. Ihr seid eine gute Abenteurerin. Ihr könnt diesen Landen hinter den Ramas viel Gutes tun. Helft mir, die Orks und Wargreiter zu bezwingen. Danach habt ihr darauf mein Wort. Können wir zum Nordtor zurückkehren? Ja, sorry, aber ja, sorry. Na gut, dann machen wir das halt. Ist ja eine Epos-Quest. Wir haben keine Sonderquests bekommen von wegen ihr Dünne, deswegen die man auslassen können sollen, müsste halten wollen. Wir erschlagen Waage. Sind ja auch nicht so viele. 4 Stück. Und außerdem ist da auch mal wieder schön, einfach Viecher tot zu machen. Ne? Schließlich ich als Menschenwagjäger, der muss das ja auch mal machen. So. Ja, und so. Wieder einer weg. Anzahl bezwungener Waage. Nicht verzage, ich töte Waage. Ich glaube, der ist sogar neu gewesen. Cool. Also tatsächlich töte ich ja nicht mal Waage, sondern nur Reiter. Guck, da ist noch ein Waag. Den könnt ihr nochmal. Damit sich's gehört. Ja, komm, den nehmen wir jetzt mit, weil sonst hätte das nicht gepasst.
Das muss jetzt wegen, damit der Reim wieder passt. Wobei es natürlich bei den Waagreitern anders als bei den Pferden so ist, dass ich die Waagreiter da auch die Waage devagisiere, während ich die Pferde ja nur totstellen lasse. Ne? Das, oder Bolzenil macht das so. Aber bei Wagen, das sind ja durch und durch böse Kreaturen, da darf man die auch ganz töten. Also macht euch da keinen Kopf. Das passt schon. So. Hätten wir fast. Hallo? Guten Tag. Das habt ihr gut gemacht. Das weiß ich. Doch. Bevor ich zurückkehren kann, müssen wir die Kundschafter zurückrufen, die ich aus Kretost ausgesandt habe. Genau. Wir nähern uns dem Ende. Das Mordorheer in Talaf Anor ist das in Talaf Anor eindringt, ist nicht langsamer geworden. Ich bin so gut wie bereit, nach Minas Tirith zurückzukehren. Doch zuerst müssen wir zwei der Kundschafter zurückrufen, die ich von Cyrilhurst ausgesandt habe. Geht in den Nordwesten und in den Nordosten von den beiden Bescheid, dass es an der Zeit ist, zum Nordhol zurückzukehren. Sie haben gute Arbeit geleistet, doch wir müssen uns nun an die Sicherheit denken. Findet sie schnell, Bolzenil. Sie befinden sich sicher in Gefahr. Die Lage nördlich des Ramas wird immer schlimmer. Bezwingt alle Feinde, in denen ihr begegnet, denn wir bereiten uns zwar auf den Rückzug vor, aber das ist noch lange kein Grund, sie noch ein bisschen, nicht noch ein bisschen zu ärgern. Okay, das sehe ich ein. Alles klar, wir müssen hoch zu. Wir reiten mal einfach durch das Lager durch. In der Hoffnung, dass es da hinten auch wirklich rausgeht. Das sieht jetzt gerade nicht so aus. So. Ich komm nicht. Nee. Kannst du nicht springen? Doch, kannst du. Aber die kam da nicht rüber. Nee, schade. Ich guck trotzdem mal hoch. Einfach nur, weil ich es kann. Vielleicht ist ja hier oben doch ein Ausgang. Ja, vielleicht nicht der, den ich geplant hatte, aber es ist ein Ausgang. Guck. Ja. Wenn das kein Ausgang ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ja. Aua, 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 aua. So, nebenbei sollen wir noch viel Zeug tot machen. Wie eine norische Hirschkuh, bestimmt nicht. Na doch. Ich weiß zwar nicht warum, aber da stand, das wäre Quest. Vielleicht einfach nur um, Zahl der Feinde. Die arme Hirschkuh. Bestimmt einfach nur, um die Nahrungsgrundlage der Feinde zu verringern. Ne? Damit die hier nicht reiten und keine Nahrung mehr haben und hast du nicht gesehen. Ja, dafür ist das da. Besser ist es natürlich, auch Feinde zu töten. Die können sie fressen dann. Doch. Weil wer tot ist, braucht in der Regel auch keine Nahrung. Wenn man nicht gerade Zombie ist. So. Na, Anzahl der gezwungenen Feinde. 4 von 8. Lalalalalala. Gleich hau ich alle Feinde um. So, 5 von 8. Da ist noch einer. Aha. So, komm. Da ist bestimmt auch ein Feind hier. Ein feindlicher Keiler. Ja, war mir klar. Dabei war es nur ein armer, geiler Keiler. Hm, naja. So, okay, Feinde haben wir schon mal bezogen. Jetzt müssen wir nur über die Brücke, wie es aussieht. Ich glaube, dann nehmen wir tatsächlich lieber die Brücke, weil das sieht sehr tief aus. Und dann müssen wir die beiden Speer noch finden. Sollte kein Ding sein. Guck mal, das sind auch alle Feinde hier. So. Okay, Freunde. Wir haben es fast geschafft. Wir sind schon bei der Brücke angelangt. Gehen dann hier rüber. Holen uns Viecher. Oder auch nicht her. Da lang, da lang, da lang. Irgendwas fliegt uns hinterher. Oder vermutlich fliegt es uns, weil es müsste so eine Mistmücke gewesen sein. Da oben haben wir aber den wir wollen. Ja, guck mal hier. Da sitzt einer da oben. Das wäre die bessere Position gewesen. Den hättest du mal platt machen müssen. Oh, Poinion. Komm, du bist unfähig. Geh lieber zurück. So. Ja. Wenn ich sage unfähig, dann ist er froh und haut ab. Weil er hat selber eingesehen. Ja. Manchmal ist die Wahrheit einfach böse. Aber manchmal muss Mut zur Wahrheit auch sein. So ist es.
Okay. Dann, liebe Leute, heute geht die Meute Richtung Leute. So, hat er sich ein bisschen besser versteckt oder sitzt er auch mitten auf dem Feld? Lalalala. Ja, naja, gut. Nicht wirklich. Und der ist eine Diele auch noch. Mädel, Abmarsch! So. Sie stimmt zu und sagt, sie haut jetzt lieber ab. Ist okay. Wir hauen jetzt auch lieber ab und gehen wieder Richtung Brücke. Und müssen natürlich nach Krithos zurück. Wo wir erneut uns binden werden. Binden, Quatsch. Wo wir erneut abgeben werden. Und möglicherweise dann per Schnellreise oder aber runter zum Turm müssen. Um dem anderen auch noch Bescheid zu sagen, dass sein Meisterspieler nach Hause zurückkehrt. Und er jetzt gefälligst auch abhauen soll. Wir werden sehen. Und von da machen wir dann einen Ritt. Oder so. Vielleicht. Oder die Folge ist um. Dann kann es sein, dass ich ins Sippenhaus zurückkehre. In der Nähe zum Lager renne. Und dann da alles auslager, was ich schon wieder eingesammelt habe. Auch möglich. Oder nach Bree oder wo auch immer hin. Was mir gerade schon... Wenn ich nur ins Lager muss und nicht Rohstoffe vorstellen, ist wahrscheinlich Bree besser. Weil... Es gibt zwar ein Sippenhaus, was zentraler liegt für den Lagerverwalter, aber den gibt es leider nicht hier. So, wir haben hier eine Queste. Berittener Bote. Finstere Himmel, schwere Zeiten. Weil es eine Einführungsquest ist, nehme ich die mal an. Aber halt nur aus diesem Grund. Wahrscheinlich werden wir die eh nicht so richtig wegtüteln. Vermutlich. So. Wir gehen aber hier hinter, wo wir Baratan finden. Geht nun weiter zum Tor der Ramas. Ich werde euch folgen. Genau. Wir gehen zum Tor von Rama und Butter. Da geht's weiter. Die Ramas sind die Butterbrüder. Oder eher die Margarinenbrüder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube eher die Margarinenbrüder. Ja, gut. Der eine macht Margarine, der andere Butter. Für genaueres fragt am besten die Ramas. Die sind da vorne beim Tor. Oder waren da mal, bevor sie von Orks abgeschlachtet wurden. Puh, gerettet. So, okay. Wir haben es fast geschafft. Wir müssen halt nur zum Tor. Jetzt hätte ich oben schon die Schnellreise wahrscheinlich bis hier runternehmen können. Andererseits hätte Fahrradkette. Und es sieht ja auch schön aus, wenn man da mal die Stadt einfach mal im Hintergrund sieht. Ist schon ein cooles Ding, ne? Das ist schon ein cooles Ding. Nicht ganz so die Stadt, wie wir sie aus, ihr wisst schon wo kennen. Aber immerhin. Ja. Gefällt mir durchaus. Obwohl, so meines Wissens ja die Berge hinter der Stadt deutlich höher wären. Kann aber auch sein, dass das einfach nur im Film so dargestellt ist und die in Wirklichkeit gar nicht so ist. Ne? Möchte ich jetzt nicht ausschließen. Durchaus möglich. Weil, wie gesagt, sonst könnte man ja von hinten in die Stadt einfallen. Ist zwar immer noch ein beschwerlicher Weg über die Berge, aber solange es da einen Weg in die Stadt gibt, lohnt er sich vielleicht. Also. Oh! Angriffe! Ich helfe! Aber erst rede ich mit dir. Fortsetzen. Ist noch nicht zurückgekehrt. Wir können nicht länger warten. Ist hier was los? So, mal kurz heilen. So, was machen wir jetzt? Aufgabe abschließen, Rückeroberung des nördlichen Ramas. So, wir können nicht länger warten. Ah, okay. Wir können nicht länger warten. Reitet zur Stadt. Ja, ihr zieht euch nach Minas Tirith zurück. Er hat ja im Prinzip alles gesagt, deswegen habe ich es nicht vorgelesen. So, das machen wir jetzt. Allerdings, es sei denn, ja, eigentlich... Wird jetzt kein Event kommen, bestimmt nicht, ne? Komm, wir nehmen die Schnellreise. Dies sind wirklich schwere Zeiten. Minas Tirith, Schnellreise, los. Ach, nein, sich! Meine Fresse, wie teuer ist denn das? Wollt ihr mich veralbern? Wucher!
So, das lasse ich mal alles noch im Inventar, bitte. Weil ich mir nicht sicher sein kann, dass ich mir nicht sicher bin. Was? Nee, weil ich mir nicht sicher sein kann, habe ich ja gerade gedacht. Also, ich weiß nicht, ob ich das alles jetzt noch reinkriege. Das meine ich damit. So. Ins Inventar meine ich. Doppel so. Okay, wir sind da. Geben halt hier drüben ab, wenn der Typ aufgetaucht ist. Da ist er. Hier. Aha. Krieg eine Hose für, die tatsächlich besser ist als die, die ich habe. Muss nur wieder ein paar Elemente rein. Das kriegen wir aber wahrscheinlich hin. So. Oh, habe ich wieder nicht gelesen. Toll. Entschuldigung, machen wir jetzt. Mir über die Lage in Talat Anor berichten? Ja, Minas Tirith wird schon bald von unseren Feinden umzingelt sein. Habe ich ja gerade gesagt. Zeit wird knapp. Ja, genau, die Zeit drängt nämlich. Wir müssen die verbleibenden Stunden und Minuten mit Vorbereitungen zubringen. Mit deren Hilfe können wir den vorhin Ansturm überstehen und so. Während ihr euch ein Bild der Lage in Talat Anor gemacht habt, habe ich eine Handvoll Personen erfahren, die eure Unterstützung bei kleineren und größeren Angelegenheiten wünschten. Sucht sie auf, findet heraus, was sie möchten. Und macht was, wenn ihr könnt. Mifrandir möchte ein langes Gespräch mit euch über eure Begegnung mit dem Befehlshaber des Feindes in Osgiliath führen. Ihr findet ihn in der Zitadelle über der Stadt. Arador möchte der oberste Schreiber des Rates, war er sehr beeindruckt von der Arbeit, die ihr für ihn erledigt habt. Darum hat er gebeten, dass ihr ihn in der Sonnenkuppel am 6. Ring aufsucht. Der Rat wartet auf Ingolds Rückkehr. Er könnte Interesse an euren Erlebnissen im Ramas Echo haben. In anderen Angelegenheiten hat der Hauptmann der Garnison versucht, die Moral in der Stadt Verbliebenen zu stärken. Findet Echadon und fragt ihn, wie ihr helfen könnt. Moral stärken ist immer gut, aber wenn der jetzt mit Striptease kommt, gibt's Ärger. So, Soldatenring ist das erste Ziel. Dann gehen wir da mal hin. Komm, das machen wir noch. Lüpp. Wie kann ich euch helfen? Lülülülü, Soldatenring, schnelle Reise. Schloppoink. Ich meine, wir bekommen ja immer wieder Silber, aber das sind echt gute Wucherpreise. Ohne Witz. So, kann ich jetzt leider nicht aufmachen, weil ich ja auf einem anderen Pferdchen bin. Voll ungewohnt. Lalala. So, Soldatenring, das erste. Dann einmal hier rum. So, und Abmarsch. Dann mache ich mal hier auf. Mal gucken, was es hier so wieder Schönes gibt. Und das machen wir auch auf. Mal gucken, was es da so Schönes gibt. Ah, wieder ein Schriftstück, Gesundheit der Heilung. Ja, gut, okay, die brauche ich eigentlich nicht so. Wobei, muss ich mal gucken. Muss ich mal genau angucken. Heilung ist jetzt nicht so. Das hier wollte ich mal angucken. Resistenz wahrscheinlich Flammenzorn. Flammenzorn ist jetzt auch nicht so meine Spezialität. Ich bin ja eher der Blitztyp. Also potenziell. Wobei Heilung vielleicht, wie gesagt, wenn man doch mal mit anderen unterwegs ist. Und es, ja, mit der Sippe besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich auch mal sage, ja okay, Bolzenil geht mit. Eine Gruppe, die sich möglich. Selbst der verdorrte Baum nennt, hat damit begonnen, Gewalt in der Stadt zu säen. Ah, alles klar, wir sollen nur Gewalt töten. Das ist okay. So, der verdorrte Baum, das ist die erste Quest. Das heißt, wir müssen unten Plakate abreißen. Kriegen wir hin, wenn wir welche finden, wird er direkt, Textnamen sind eingesetzt, genau, wird er direkt gerissen, da drüben. Ja, bedrückender Ausgang. Gebt dem Baum keinen Raum! So, hier hinten haben wir auch noch eine Quest, sehe ich gerade. Oh, unten einen Aushang. Du Idiot, da hättest du auch selber mal abreißen können. Oder gehörst du etwa zum Baum? Hm? Soll ich dich mal verdorren lassen? So. So, verzweifelte Bewohner soll ich nebenbei auch noch wieder motivieren. Genau. Es geht alles gut, habt nur Mut. Das ist mein Spruch. Ja. Es geht alles gut, habt nur ein bisschen Mut. Weil dann der Ausgang auch richtig gut tut. So, gespaltener Schild, da ist bestimmt nichts drin. Aber hier haben wir einen Bedrückten. Das Ding kreise ich erstmal ab, Junge. Lies nicht so einen Schund, das ist Schwachsinn. Du kannst genauso gut sagen, dass das alles... nee, die Stadt wird nicht fallen, du Doofkopf. Ach Mensch, mit dir. So, okay, hätten wir. Hier ist noch so einer. Junge, du sollst doch nicht immer so Verschwörungstheorien lesen. Das ist doch... Du wirst am Ende noch Flachdenker, das ist Blödsinn. Mach das nicht.
So. Ja, ich werde nicht aufgeben. Ja, endlich mal einen einer, den ich vor der Flachdenkerei retten konnte. Huhu. So. So. Hier, nicht Flachdenker werden. Ich habe es gerade nochmal gesagt und jetzt du auch hier. Ne? Wie gesagt, es gibt keine Echsenmenschen. Ich werde nicht verzweifeln. Siehst du? Es gibt zwar Orks und so, aber keine Echsenmenschen. So. Haben wir. Weiter geht's. Wir zielen unserem kommen unserem Ziel näher. Ich komme nicht gedrückt gericht. So. Wir haben alles. Können also zurückkehren. Ging ja schneller, als ich erwartet habe. Ist okay. So. Das Inventar kann eigentlich mal zugemacht werden, kurz. So, damit hätten wir tatsächlich die erste Quest schon wieder abgeschlossen. Hier, bitteschön, ich habe einige eingeredet. Einer ist Flachdenker geworden. Die haben sich von den Gerüchten beeinflussen lassen. Ja, ja. Sprecht mit Mifrandir und schließt eure Frage der Abstammung ab. Das ist der Buch Dingens. Hier unten wird wieder eine Quest angezeigt, die es nicht gibt. Das ist toll. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass halt ich schließe die Quests ab. Ne Dingens ist. Aber eigentlich müsste die ja abgeschlossen sein, oder? Ich weiß es nicht, Leute. So, was wir jetzt noch machen, ist auf jeden Fall mal hochreiten. Zum Spielerring, dann runter zum Handwerkerring. Denn ich will wirklich mal gucken, ob diese Saufköppe immer noch eine Quest für mich haben. Jetzt, wo ich wenigstens schon ein paar Pferde abgeschnitten habe. Irgendwann muss da ja auch mal gut sein. Ich bin da echt interessiert dran. Weil dann hätten wir effektiv eigentlich fast nur noch die epischen Quests jetzt hier. Wir kommen weiter voran. Ne? Wo wollte ich hin? Spielerring, ne? Spielerring. Meisterring nicht, Spielerring. So, flupp. Wäre ja was, ne? Oder findet ihr nicht? Weil wie gesagt, alles was ich jetzt so verwurschtel, das wird immer weniger. Muss man so sagen. Finde ich toll. So. Die dumm. Gleich sind wir da. Gleich haben wir es geschafft. Hoffe ich. Oder das ist wirklich diese Quest. Und am Ende ist die in Endlosschleife geschaltet. Nach 20 Quests wiederholen sich die Dinger und du merkst das nicht, weil du schon so viele von der Scheiße von dem sammeln musstest. Ja, so wird's sein. Die Saufköpfe versaufen die ganze Schlacht da hinten drin. Verflixt, ich wollte runterreiten. Diesmal hat's mit dem Ding jetzt auch wieder nicht geklappt. Naja, komm, das machen wir trotzdem noch. Weil ich's kann. Genau. So, Stallmeister heißt in der Regel, da ist der Ausgang, Eingang, je nachdem, in welche Richtung man will. So, einmal runter. Raus zu den Suffköppen. Und hoffen, dass die jetzt mal Ruhe geben. Lalalala. Entschuldigung. Also. Mhm. Gut, meine Freunde, wir sind fast da. Lass mich mal vorbei. Pass auf, ich reite dich sonst um. So. Bitteschön. Die liebe Stella, ach, du wirst dich noch umgucken bei den Quests hier. Oh, guck mal, die ist erst 100. Die hat's gut, die kann hier noch ordentlich leveln. So. Kommt, Freunde, kommt. Ja, ich höre euch schon wieder zu. Waren das die Hörner? Sind die Hörner erklungen? Heute ja. Nacht Wein, Essen und gute Gesellschaft. Ja, wie oft denn noch? Komme, was wolle. So, Hörlu, was willst Wenn du jetzt schon wieder? Wenn ihr helfen wollt, gibt es jede Menge zu tun. Wie ihr sicherlich sehen könnt, haben wir nicht genug Leute. Was sagt ihr, meine Freunde? Seid gegrüßt. So, jetzt aber, komm. Kommt, Freunde, kommt. Gut gesprochen, ich höre dir zu. Wird sicherlich einem Angriff des Feindes standhalten, oder? Heute Nacht Wein, Essen und gute Gesellschaft. Hast du schon gedacht? Morgen komme, was wolle. Ja.
Ihr seid sicher hierher gekommen, trotz des Feindes um uns herum? Ich höre Horlon nochmal zu. Was sagt ihr, meine Freunde? Sieh an, sieh an. Heute Nacht Wein, Essen und gute Gesellschaft. Morgen komme, was wolle. Nach Laranes soll ich im sechsten Ring fragen. War ja klar, dass das nicht das Ende ist. Die machen einen fertig, diese Suffköpfe. Die machen einen fertig. Und irgendwann, so langsam glaube ich wirklich, dass das in Reihe geschalten ist. Ohne Witz. Dass das eine versteckte Wiederholbare ist und die ganze Zeit am selben Ring arbeite. Ding arbeite. Möglich. Wer weiß. So, die hier können wir eigentlich erstmal abgrenzen. Ne, können wir nicht, weil der Dingens. Ich reite hoch. Werde oben in der Zitadelle auf euch warten. Wobei im sechsten Ring. Guckt euch den Weg an. Machen wir später. Ja, genau. Ich werde oben im sechsten Ring auf euch warten. Ich werde vielleicht doch nochmal zurückreisen und das Inventar leeren. Und dann, wie schon erwähnt, mich oben bei Mifrandir einfinden, um da noch die eine oder andere Queste anzunehmen. Also nicht bei Mifrandir selber nur, da doch eine auch. Ihr wisst schon. Leute, nächste Folge. Ne? Ihr wisst schon. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Und tschüss.